Herzlich willkommen zu Folge 22, liebe Freunde von Ori and the Will of the Wisps. Wir haben uns hier in Quodogs Tal teleportiert, weil wir uns jetzt auf die Suche nach dem dritten Irrlicht begeben. Und ich habe, wie versprochen, offscreen einiges erledigt. Unter anderem habe ich dem auch Bescheid gegeben, dem kleinen Moki, wo wir uns eigentlich wieder treffen wollten, dass er suchte ja Quolok. Und leider ist Quolok ja gestorben. Im Endeffekt von uns ja besiegt worden, aber er war halt befallen von dem Verfall. Und wir haben in der Zwischenzeit, wir haben die Geisterprüfung noch in den Luma-Seen erledigt. Wir haben 6 Gorlek-Erz ausgegeben, um weitere Dächer zu bauen in der Brunnenquelllichtung. Wir haben eine Karte gekauft bei Lupo, dass wir nun alle Lebenszellen auf der Karte sehen können, wie ihr hier seht. Ne? Hier ist zum Beispiel eine, hier ist eine. Das heißt, da haben wir noch ein bisschen Geld ausgegeben und haben im Endeffekt dann auch... hier ist Kuh begraben. Scheiße. Trauriger Ort. Und wir haben im Endeffekt dann auch insgesamt 4 Lebensfragmente offscreen noch gesammelt. Also wir haben ein bisschen mehr Leben als vorher. Und wir haben, als wir dem Moki erzählt haben, in den Luma-Seen, dass Quolok leider gestorben ist, hat er uns ein Amulett gegeben, was er mal von Quolok erhalten hat. Und das sollen wir jetzt hier platzieren. Bringe das Amulett zu Quoloks Altar. Okay. Nebenquest abgeschlossen. Dafür haben wir ein bisschen Geisterlicht bekommen. Und um das dritte Irrlicht jetzt zu finden, müssen wir meines Erachtens hier runter. Glaube ich zumindest. Weil sich das hier befindet. Schimmelfest nennt sich das. Ein Irrlicht ist in der Finsternis der Schimmelwaldtiefen gefangen. Da waren wir ja bis dato noch nie. Und ich wüsste nicht, wie man da sonst hinkommt, außer durch diesen Eingang. Eine andere Verbindung konnte ich nicht finden. Deswegen versuchen wir das Ganze. Um dann das dritte Irrlicht unser eigen nennen zu können. Und im Endeffekt dann die Hauptquestline weiterspielen zu können. Schimmelwaldtiefen, doch. Aber da hieß es ja auch gerade, da geht's lang. Okay. Schimmelwaldtiefen, doch, das wird hier sein. Sehr sicher sogar. Wir haben aber, was ich ein bisschen kurios finde, wenn wir hier das Hauptquest anschauen, der Wille der Irrlichter, dann wollen die halt 3 Irrlichter, Bauers Spitze, Schimmelwaldtiefen und die Luma sehen. Das heißt, wir brauchen nur noch Schimmelwaldtiefen. Aber es scheint noch ein 4. Irrlicht hier in den sogenannten Wanderdünen zu geben. Irgendwo hier in der Wüste. Also hier werden wir auch nochmal hin müssen. Aber als nächstes gehen wir erstmal hier ins Schimmelfest. Beziehungsweise in die Schimmelwaldtiefen zur Quest Schimmelfest. So müsste man es ja eigentlich ausdrücken. Jetzt müssen wir hier nach rechts. Okay. Müssen wir da hoch? Nee. Können wir ein bisschen Energie einsammeln? Ah, genau. Was ich euch auch noch erzählen wollte, was ich auch noch offscreen gesammelt habe, ist ein weiterer Geistersplitter. Den habe ich in der Brunnenquelllichtung gefunden. Und wir haben den Samen platziert, von dem ich gesprochen habe. Den haben wir ja in den Luma-Seen zusammengefunden. Und dieser Samen bewirkte, dass wir in der Brunnenquelllichtung jetzt blaues Moos haben. Ja, jetzt helfen uns die Moki. Als die Dunkelheit kam, schickte Quolok die Moki zu den Schimmelwaldtiefen. Doch das Tor war verschlossen. Jetzt hat Quolok uns geschickt, es für dich zu öffnen. Denn im Innern liegt ein verlorenes Licht. Ein Licht wie das deine. Kleines Licht. Ja, dann mach mal auf hier den Bums. Ja. Es ist dunkel, aber vielleicht findest du es, wenn du hell genug strahlst. Okay. Wir brauchen auf jeden Fall irgendeine Art Kerze, ja auch noch für das Nebenquest, ne? Ah, okay. Man muss bei dem versteinerten Hornkäfer die beiden Hörner runterdrücken. Dann geht's auf. Wir werden auf dich warten. Halt dich von der Dunkelheit fern. Okay, sie zuckt, sie ist bissig. Wer? Entschuldigung. Und der Geistersplitter, um meinen Satz von eben noch zu beenden, den wir gefunden haben, der nennt sich Kopfgeld. Finde ich ganz cool. Alle Gegner haben 70% mehr Leben und verursachen 70% mehr Schaden, lassen aber das Doppelte an Geisterlicht fallen. Das finde ich eigentlich ganz geil. Wir haben jetzt schon wieder knapp 3000. Oh, da müssen wir runter. Ach du Scheiße, das sieht eklig aus. Schimmelwaldtiefen.
Sieht gar nicht gut aus hier. Oh, seht ihr diesen komischen Käfer hier im Vordergrund? Das sieht aus wie ein Insekten. Insektenbau. Was ist denn? Entschuldige mal. Dich schießen aber zurück ab mit deinem Scheiß hier. Da kannst du aber von ausgehen. Da kannst du von ausgehen, mein Lieber. Das wirst du noch bereut haben, hier auf uns zu schießen. Freundchen. Boah, 24 verliert man. Krass. Ich bin hier nur noch am Schießen, echt. Ich will hier noch mal ein bisschen näher ran, damit ich auch mal was treffe. Stirb! Achtung, die explodiert noch mal. Was ist ein fieses Insektenloch hier, oder? Was? Das haben sie echt gut gemacht, muss ich sagen. Das haben sie gut gemacht. Ah, Leute, was ich noch machen kann, fällt mir gerade ein, weil ich jetzt so viel Geisterlicht habe. Ich mache einen kurzen Schnitt und hole uns noch die letzte verbliebene Karte. Hier oben bei Lupo. Die kostet, glaube ich, 2000. Hier in seinem Haus. Damit wir auch Energiezellen auf der Karte sehen. Und dann setzen wir gleich genau an dieser Stelle wieder ein. Versprochen. Bis gleich. Alles klar, Freunde. Wie versprochen. Wir sind zurück an der gleichen Stelle wie eben. Nur, dass wir jetzt auch Energiezellen sehen. Ich glaube, das wird uns weiterhelfen können. Mann, dass hier überall diese ekelhaften Spinnen hängen. Die kann man... Dafür braucht man drei von deren blöden eigenen Kugeln, um die zu töten, ey. Miese Krise. Und dann weicht der auch noch so aus. Oh no, ey. Dass der jetzt hier so ein Problem darstellt. Was? Der hat doch getroffen. Ich bitte dich. Jetzt aber. Und da können wir uns dran festhalten. Ah, okay. Da zieht man irgendwie so eine Art Spinnenbein raus. Ist das fies. Können wir doch von der anderen Seite dran. Ich habe so ein Gefühl. Hier links... Oben ist noch was. Ja, da konnte man nämlich gerade eben an der Karte auch einen kurzen Spinkser erhaschen, dass da keine Decke ist. Oh, hier ist ein Gorlek-Erz hier irgendwo oben links. Okay, da müssen wir also von der Seite drauf. Auch cool versteckt. Aber gut, dass uns das angezeigt wurde auf der Karte, ne? Richtig cool. Ach so, was wir auch noch gemacht haben, übrigens offscreen in der letzten Folge, ist diese Nebenquest. Hä? Oh, was ist da im Hintergrund? Boah, ist das fies. Hier sanken die Augen des Waldes in die blinde Nacht. Diese Wälder waren immer dunkel, aber der Verfall hat ihre Dunkelheit vertieft und gefährlich gemacht. Oh no, ey. Das sind irgendwelche Spinnen wahrscheinlich oder so, ne? Naja, auf jeden Fall haben wir das Nebenquest erledigt, dass wir... Was ist das? Was ist das? Ach, das ist Licht. Wir haben das Nebenquest erledigt, dass wir in den stillen Wald, die Karte des stillen Waldes vervollständigen bei Lupo. Jetzt muss ich dem hier die ganze Zeit relativ schnell folgen und sehe ich hier drin nichts. Ach du Scheiße, ist das geil gemacht. Ah, und hier ist das nächste Licht. Boah. Ich wäre auch gerne nochmal nach da rechts gegangen. Okay, es bleibt keine andere Wahl, außer diesen kleinen Glühwürmchen hier zu folgen. Wir müssen jetzt hier rein nach Instinkt handeln und auf das Spiel vertrauen, dass die Glühwürmchen uns an die richtige Stelle bringen. Okay, hier ist es gestorben. Okay, das war natürlich auch nur so eine Art Einführungskurs. Okay, dann darunter geht es auf jeden Fall anscheinend irgendwie, ne? Wann auch immer. Aber wir scheinen hier nach rechts zu müssen. Okay, hier oben braucht man zwei Schlüsselsteine. Und einen haben wir schon, okay. Da können wir was rausziehen. Oh, im letzten Moment noch gesehen. Das ist fies hier, oder? Diesen komischen ganzen... Diesen ganzen... Wie sagt... Sag mal schnell, Flügeln! Okay. Okay. Man muss hier von Licht zu Licht sprinten. Ansonsten stirbt man. Ach du Scheiße. Krass gemacht. Geil gemacht.
Hier ist wieder Licht. Was war hier, hier links? Da können wir nicht lange hin. Wir müssen uns von Licht zu Licht hangeln. Es geht nicht anders. Okay, Gegner geben auch Licht. Das heißt, man muss teilweise auch Gegner... Aber wenn man die besiegt, dann ist das Licht ja weg, ne? Ist eigentlich dumm, die zu besiegen, oder? Okay, dieses Krabbelfiech. Boah, okay, hier ist der Nächste. Oh, schnell hier hin. Boah, da wären wir fast gestorben gerade. Oh, das wird noch lustig hier. Das wird noch lustig. Es ist so gut gemacht, oder Leute? Ich finde, es ist wahnsinnig gut gemacht. Okay, danke für die Eskorte, mein kleines Glühwürmchen. Das heißt, wir können da oben jetzt... Die hören sich aber irgendwie recht aggressiv an hier, die Käfer, ne? Halten nicht viel aus. Hören sich aber sehr aggressiv an. Unangenehm. So, die zwei Schlüsselsteine werfen wir mal hier rein. Oh, darunter, naja, gut. Stirb, Bösewicht. Hier rechts können wir nicht hin, ne? Ist Dunkelheit. Ne. Der ist einfach in die Dornen gelaufen. Danke für das kostenlose Geisterlicht, mein Lieber. Da rechts ist eine Made. Da oben, was ist das denn? Ah, das sind nur kleine Moskitos. Ah. Die sind ja auch fies. Ich hasse die Moskitos, muss ich sagen, sind meine Hassgegner bis jetzt in diesem Spiel. Kann ich auf jeden Fall so sagen. Aber warte mal, ich kann mich mal ein bisschen heilen. Und dann muss ich das Nest da oben mal kaputt schießen. Mit meinem Pfeil und Bogen hier. Geht ja gar nicht. Warte mal, ich glaube, mehr Licht macht hier dieses Geisterlicht, oder? Ah, vielleicht können wir auch das hier benutzen. Ne, komme ich nicht mit dran. Stirb da oben. Vielleicht muss ich auch erstmal hier unten die scheiß Schnecke besiegen. So. Actionreich jetzt, ne, hier. Jetzt haben wir das Nest. Boah, diese Nester, diese Moskitonester, muss ich sagen, schlimm. So, jetzt haben wir alles. Heftige. Kann man das hier kaputt machen? Warte mal. Ja, kann man. Gucken, was das bringt. Das öffnet einen Pfad. Das öffnet einen Pfad. Müssen wir da runter? Ich weiß es nicht. Kommen wir da überhaupt runter? Nein, wir kommen nicht wirklich da runter. Wir müssen hier, glaube ich, die Seiten wechseln. Und hier so ein bisschen... Ah, das müssen wir auch kaputt machen, ne? Relativ sicher. Können wir das erstmal hier oben kaputt noch? So. Jetzt haben wir hier zwei Seiten kaputt gemacht und dadurch haben wir unten ein bisschen Licht anscheinend, ne? Das scheint der Vorteil gewesen zu sein. Aber runter kommen wir ja nicht wirklich, ne? Zumindest nicht hier durch. An der Seite auch nicht? Ah, okay. Vielleicht können wir aber jetzt... Ah, okay. Jetzt haben wir... Wir konnten eben ja nicht hier unten durch, weil da irgendwie Dunkelheit herrschte. Jetzt werden wir wahrscheinlich da unten durch können. Ja, jetzt haben wir nämlich hier unten immer so Licht. Okay, da ist so eine Spinne. Müssen wir mit ihren eigenen Waffen wieder schlagen. Oh, dann reicht die so gut aus. Den letzten Schlag verpassen wir ihr so. Oh, hier unten sind Dornen. Okay. Dann können wir jetzt hier rechts weiter. Okay, den ganzen Schnickschnack haben wir also nur gemacht, damit wir hier Licht kriegen.
Da oben ist wieder so ein Moskitonetz. Nest. Das töten wir am besten so schnell wie es geht, bevor da zu viele rauskommen. 4 Stück sind rausgekommen. Okay, wenigstens sind die mit einem so einem großen Keulenschlag tot. Hier sind mal 100 Geisterlicht. Okay, entspannt. Die Gegner hier, muss ich sagen, sind echt mies, ey. Okay, die schießt nicht, wenn man unter ihr steht anscheinend. Wirkt zumindest so. Der Kristall kommt sehr gelegen. Hier sind Trampolin. Hier geht es auch nochmal runter und hoch und alles. Ganz schönes Labyrinth hier, ne? Hier können wir nicht lange bleiben. Da ist es dunkel. Ah, war da oben rechts eine Lichtquelle? Ja, kommen wir aber gerade nicht dran. Wieso sterbe ich hier? Das ist ja wohl ein schlechter Scherz. Das ist ein schlechter Scherz, muss ich sagen. Da war ich doch nicht mehr in der Dunkelheit. Das kann mir doch keiner erzählen. Ist die Frage, ob man hier irgendeine Art Fähigkeit vielleicht sogar kriegt, um Licht zu machen, ne? Wir segeln uns mal hier runter. Wir sterben schon wieder. Was mal? Da muss ich immer wieder die Gegner hier besiegen. Das ist ja wohl ein schlechter Scherz. Das ist ja wohl ein schlechter Scherz. Und hier irgendwo noch Licht? Ne. Sterben wir auch. Dann ist es vielleicht doch. Müssen wir vielleicht doch hier rechts. Weil da haben wir ja wenigstens ein wenig Licht erspähen können. Da müssen wir vielleicht einfach nur schnell sein. Hier. Hier ist Licht. Okay, hier musst du einfach nur schnell sein. Hier ist das nächste Licht. Okay. Ist hier unten irgendwas? Ne. Oh, außer Schaden, den wir uns einfach mal gönnen. Bisschen hochheilen. Von Licht zu Licht. Da oben ist das nächste. Und hier ist ein Schrein. Halleluja. Der tut jetzt aber wirklich mal gut, dieser Schrein. Schön das Spiel gespeichert. Und den die Teleportfunktion hier geholt. Sehr schön. Was ist denn da oben? Können wir das abschießen? Können wir, um hier hinzugehen. Sehr schön. Für 100 Geisterlicht. Okay. Und dann kommen wir hier an unsere Stelle wieder zurück, ne? Okay. Aber wir müssen ja hier rechts hin. Wir folgen ihr aber mal. Vielleicht hilft sie uns bis hier unten hin. Ja, das tut sie. Mal gucken, bis wohin du uns hier begleitest. Du kleines Glühwürmchen, du. Oh, das sieht gut aus hier. Das sieht cool aus hier. Vielleicht ist auch der Kopfgeldgeistersplitter nicht der richtige Splitter hier gerade. Dass die alle 50% mehr Schaden machen. Oh, hier ist der erste Stein. Und da ist der nächste. Okay. Oh, großer Kristall. Angenehm. Angenehm. Hier brauchen wir wieder unsere kleine Drohne. Glühwürmchen, ne? Wo willst du mit uns hin? Ja. Was soll das? Wieso fliegst du denn jetzt? Das ist ja mies. Leute. Das war ja wohl eine Verarsche. Was war das denn? Das war ja noch eine völlige Verarsche. Dreht da so eine Runde? Nee, jetzt bleibe ich aber hier oben. Da kannst du mal von ausgehen. Hier ist der zweite Stein. Merci beaucoup. Und jetzt? Brauchen wir nur zwei?
Warum ist eine Lebenszelle? Die habe ich irgendwie gerade eben noch gar nicht so richtig wahrgenommen. Die wollen wir natürlich haben. Kriegen wir die? Hier, so kriegen wir die. Sehr geil. Nein! Haben wir die noch? Ne, haben wir nicht mehr. Puh, man stirbt hier aber echt schnell. Okay, jetzt haben wir sie. Maximales Leben wurde erhöht. Das kann jetzt keiner mehr nehmen. Kann man das hier links kaputt machen? Ne. Die führt uns zurück, ne? Wollen wir aber nicht. Wir wollen nicht zurück. Ich möchte da unten rechts noch hin. Da geht's nämlich... Und hier rechts geht's auch noch weiter. Aber das tötet uns direkt. Okay, da kommen wir nicht hin. Hier können wir auf jeden Fall noch hin. Bei dem Gegner hier können wir auch noch bleiben. Aber wenn der tot ist... Kommen wir hier nicht mehr weiter, ne? Nein, ich habe sie nicht gekriegt. Okay, dann müssen wir mit unseren beiden Schlüsselsteinen wohl zurück. Ich meine, wir haben sie ja noch, oder? Wo sehe ich die? Ich weiß nicht. Dann folgen wir einfach mal weiter diesen Drohnen hier. Das ist auf jeden Fall ein kleines Labyrinth, ne? Muss man sagen. Machen sie natürlich gut. Damit man hier schön... sich verirrt. Aber wenn man den jetzt nimmt... Warte mal. Ah, hier. Zwei Stück. Ja. Hier mussten... Man brauchte nur zwei. Okay. Man brauchte diese zwei hier. Okay. Jetzt können wir hier runter... Hier rechts ist ein Geisterlicht, was wir uns natürlich noch schnappen. Wieso kriege ich das nicht? Uiuiui. Hier ist ein kleiner Kristall für uns. Hier, das, ich finde das gut, wie der einen leitet. No. Kann ich mich daran festhalten oder was? Ich wusste nicht, was ich damit machen kann. Oh. Schwer, 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 schwer. Ich kann mich leider jetzt nicht mit dir befassen, du kleine Spinne. Kann ich mich denn an dem hier festhalten? Ah, ich kann mich an dem festhalten, verstehe. Das verstehe ich jetzt, okay. Hier gleiten wir hier rüber und hier ist wieder Licht. Okay, gut. Danke für die Eskorte. Okay, und ein kleiner Speicherpunkt. Das ist auch schon mal wichtig. Das ist auch schon mal wichtig. Da oben ist eine Lebenszelle. Die wollen wir auf jeden Fall. Die holen wir uns auch gleich. Oh, das war knapp, ey. Huh. Das war knapp. Und unten rechts scheint noch ein Gorlek-Erz zu sein, ne? Ist die Frage, ob wir da wirklich jetzt rechts lang müssen oder ob wir hier links lang? Ne, wir müssen da rechts zum nächsten Licht. Man muss sich immer von Licht zu Licht hangeln. Hm. Ich hätte gedacht, da geht's weiter. Hier ist auf jeden Fall erstmal der nächste Lichtpunkt. Aber da oben gibt's doch was. Okay, da oben ist irgendwie eine Art Shortcut, die wir freischalten können. Wenn ich das richtig sehe. Oh, hier scheint es überall Licht zu geben. Hier scheint es überall Licht zu geben. Oh no, so ein Moskitonetz. Nest.
gar keinen Bock drauf. Boah, das war ein geiler. Das war geil. Ziemlich viel auf einmal weggeknallt. Jetzt brauche ich nur noch den letzten Moskito hier. Oh, dieser wabbelige Boden hier. Oh. Da unten ist ein Gorlek-Erz. Keine Ahnung, wo ich hier lang muss, ey. Boom. Es sind noch ziemlich weite und unendliche Tiefen hier in diesen, ja, Schimmelwald-Tiefen, so nennt es sich ja auch, zu entdecken. Es bleibt spannend. Wir belassen es erstmal hierbei für diese Folge. Haben schon einiges gesehen. Müssen noch gucken, wie wir an dieses Gorlek-Erz hier, nee, an diesen Geistersplitter rankommen. Und dann müssen wir noch hier hoch zum Irrlicht. Und ja, wie wir den Rest dieser ganzen Schimmelwaldtiefen erkunden und wie wir das Irrlicht finden, das sehen wir in der nächsten Folge, Freunde. Bis gleich.